und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Aber Forderungsverkauf ist nicht mehr erlaubt, oder? Ja, jein. Das ist ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wer das mitverfolgt hat. Es kam Gott sei Dank nur für wenige in Frage. Der Forderungsverkauf, der war tatsächlich bis 2009, glaube ich, im August oder September haben die Berliner einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, das war ja wirklich, das waren ja diese sogenannten Heuschrecken. Die meistens kamen die aus Amerika. Das waren in der Regel große Unternehmensberatungsgesellschaften, die sich einfach in den Ländern global angeguckt haben, wo gibt es Gesetzeslücken. Und da war in Deutschland eine Gesetzeslücke, dass selbst wenn sie ihre Raten immer bezahlt haben, dass man ihre Haus- oder Grundschuld fällig stellen konnte und sie damit eigentlich an die Wand drücken. Das geht aber nicht mehr. Forderungsverkauf geht nur noch, wenn sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, mit der Bank nicht sprechen und die Bank sagt, okay, irgendwie müssen wir den Kasten jetzt loswerden, dann dürfen die noch verkaufen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!